Obwohl ich. Junge, wenn hier der Bauer kommt, Alter. Dann sind wir hier drin und der Bauer kommt. Hab, ja, ja. Trust me, Bro. Nur dort vorne gibt es ja noch keinen Zurück mehr, da kommen wir irgendwie aus dem Gehege hier. Ja gut, juckt jetzt ne. War vorher auch schon so. Genau. Sackgasse, Junge. Ich habe mich ja vorhin schon gefreut, dass wir hier wieder raus sind, aber... Hier, die frischen Spuren! Junge, Alter, meine Stimme. Die geht ja total in die Brüche. Bevor wir wieder unten zu den Kühen kommen, ich hänge so ein Ding aus und da fahren wir drunter durch und dann... Dort vorne, wo die Bäume gepflanzt sind. Das wird sicherlich. Dort ist ein Weg, den kenne ich sogar. Ja, das oben ist das nicht. Halt mal bitte. Wisst ihr, Alter, Ständer, top. Ich hab uns Ständer. Hallo, wir sind ja jetzt schon in dem Kuhgehege. Na, das meine ich ja deswegen. Schiebst du meine Simme auch gleich mit durch? Junge. Oh. Ja, natürlich. Los geht's! Na, wie denn? Scheiße! Jo, wir fahren drüber, Alter. Ach man. Wir sind ja jetzt hier schon dort, wo die Kühe waren. Warte. Warte, ich starte drauf. Danke. Bitteschön. Ey, das war like a pro hier, Alter. Wenn ich zitter, na, du kannst mich nicht abmachen hier vom Stromzaun. Kennst du das Video, wo der inne. Wie krieg ich denn das rein ohne. Wenn die Kette fährt, der so hängt. Geht das oder? Naja, ich. Mit dem Fuß jetzt mal drauf latschen. Ach, Junge, ich will aber nicht, dass der Bauer hier. Wir müssen uns ja noch. Ach, du musst es doch nicht so festkommen. Aber die können das da easy aufbrechen jetzt, die Kühe. Ja, wenn die wo an den Felsen anlaufen, dann können die einfach durchrennen. Das macht keinen Unterschied. Junge, ein Stück Holz oder so hier mal. Kann man noch so weit im Boden sein. Halt. Ich hol mal jetzt Holz. Nee, das muss schon wirklich ordentlich sein. Na, willst du mal eine Ladung haben? Alles nur so morsches Zeug hier. Das wird. Also das war echt die geilste Aktion. Das ist jeden Tag. Wisst ihr, Alter? Hau ab. Es war mir schon so klar, dass das so morsch ist. Ich will's nicht! Ja, fass du mal dran, ich bin bei Strom sehr empfindlich. Naja, durch den Handschuh geht's nicht. Du hast da auch einen Arm. Ja. Los. Ich hab's richtig gehört, wie der übergesprungen ist. Junge, das hat richtig gefallen. 12 Volt, denke ich mal. Ja, das war mehr auf jeden Fall. So eine Autobatterie. Ja, sonst macht man das immer nur so ganz leicht.
Ich hab mit Strom halt bis ich ne irgendwie so eine so gute Erfahrung. Hab grad gedacht, ich hab gar keinen Herzschlag mehr, aber ich nee, wirklich jetzt so. Das hat mich aber so richtig zusammengezuckt. Ich hab's richtig quatschen hören. Nimmst du das eigentlich auf? Ja, filmt alles. Ich weiß nicht, ob ich den ein bisschen zuschneide, da muss ja. Oh nee. 40 Minuten Vlog hier. Oh Alter, da kann ich aber so 15 Mal Werbung machen. Naja, aber gut, bräuchte ich 1000 Abos. Aber echt, na, wir sind ja in der Kuhweide. Wirklich, so bei den Kühen brauchst du ein bisschen Nachstrom. Also eine. Guck, ich hab einen Kolbenklammer gehabt. Komprimiert nicht mehr. Fuck! Meine qualmt dunkler als deine. Deine qualmt mehr blau. Aber siehst du, die Spuren gingen hier lang. Los! Junge, los, fahr jetzt, Alter! Weil die mal ersäuft! Ich hasse das! Er hat so. Genau das gleiche Problem, was ich gerade hatte. Kennt ihr den Spruch mit dem Held und dem Feld? Nur ein Held fährt aufs Feld. Junge, das selbst deswegen meine ich, dass ich den Riesen einfach so hatte. Ja, hast du eine Gehirnerschütterung? Hier bei ihm! Man sieht es einfach so total. Los! Eieieiei, hoppsassa! Na Tim, wollen wir nochmal? Nein! Die Luft ist so schön. Bitte fahr los!